Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von LS19, unserem Öko-Bio-Bauer-Projekt. Hast du nicht gesehen? Und ja, ich habe eure Kommentare gelesen, jede Menge tolle Vorschläge, die ihr gemacht habt. Unter anderem eigentlich schon, wenn ich ganz ehrlich bin, zur letzten Staffel. Was ich korrekt im Kopf hatte, nämlich, dass es von Ursus ja die Ballensammler gab und die habe ich installiert. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, was die denn kosten. Ja, es ist jede Menge passiert, wir haben jede Menge zu reden. Unter anderem wurde ich wirklich sehr erbittert auch gebeten, mal über den Artikel 13 zu reden. Aber ich habe natürlich auch tolle Mods, über die wir noch sprechen. Mal schauen, was diese Staffel uns so bringt. Und ich werde hier wahrscheinlich... Moment, ich gehe jetzt erstmal auf die Maschine, die ich gesucht habe. Hier. Ja, hier. Ballenwickler, klar. Ballensammler erleichtert den Transport. Und das ist halt ein Rundballensammler. Ein Rundballensammler. Das wäre ja ideal. Den können wir dann hier mal testen. Ja, und ja, was ist die neue Mod? Es gibt mittlerweile GPS. Würde ich auch gerne in dieser Staffel testen. Wenn es sich anbietet an irgendeiner Stelle, müssen wir mal schauen. Und die ganzen langen Abfahrten wollen wir natürlich auch nicht mehr machen. Und wir müssen die Maschinen mal reinigen. Deswegen haben wir auch hier Cosplay mittlerweile in Version 00079. Und da wiederum wurde ich gefragt, wie installiert man das? Unter anderem der Roman, der da immer wieder die gleiche Frage stellt. Und ich, es tut mir leid, wenn das jetzt ein bisschen blöd klingt, aber ich kann die immer nur wieder gleich beantworten. Schaut euch mein Tutorial an, wo ich euch das sehr ausführlich erklärt habe. Da wird es genau erklärt, wie ihr Cosplay verwendet. So ist es halt. Wir haben Weizen geladen. Da wollen wir den Weizen zum Gartencenter bringen. Ich habe die Strecke auch für euch natürlich schon eingefahren. So, machen wir das. Und dann haben wir hier Drescher abtanken und abfahren. Drescher manuell zuweisen. Das ist der hier. Und dann können wir den Abfacher auch schon einstellen. So, Wände auf dem Feld. Kann er ruhig machen. Planen automatisch aktiviert. Am letzten Wegpunkt oder Trigger lassen wir ihn mal warten, weil ich traue der ganzen Sache nicht. So, und hier können wir den normalen Helfer, würde ich sagen, einstellen. Können hier natürlich dann demnächst auch das Stroh anderweitig verarbeiten. Aber das machen wir dann, wenn es soweit ist. So, keine Ahnung, warum der Abfahrer jetzt schon abfährt. Was haben wir denn hier eingestellt? Start bei 80%. So, also, um die Frage zu beantworten, ja, Cosplay installiert man immer noch so, wie ich das im Tutorial für den LS17 gemacht habe. Ihr müsst also dann, weil ich auch dann in dem Zusammenhang auch gefragt wurde, kriege ich die neue Version her, es ist alles da verlinkt. Es ist Cosplay GitHub, kann ich ja kurz erklären. GitHub ist ein System, wo Entwickler ihre Software reinstellen können, während sie entwickeln. Und es ist eine Art Repository-System. Repository heißt im Prinzip, wie erkläre ich das? Also, ihr entwickelt ein Programm, ja? Und, was war nochmal die Taste? Entwickelt ein Programm und dann macht ihr da Änderungen dran und so weiter und arbeitet wieder mit mehreren Leuten. Und diese Plattform ermöglichen halt, dass hier, dass mehrere Leute dann da drauf gucken, auf euren Code drauf gucken. Das klingt jetzt ein bisschen falsch, wenn ihr irgendwelche komischen Gedanken habt. Ja. Können da drauf gucken, können sagen, ey, mir ist dein Codezeile sowieso was aufgefallen, ändern das doch mal. Und Cosplay arbeitet auch damit. Und das bedeutet, wenn du den Mod installieren willst, dann musst du dir aus der Codebasis die aktuelle Version rausziehen. Und wie das funktioniert, das habe ich euch in meinem Tutorial sehr ausführlich erklärt. Ganz viele Leute haben das benutzt und können deshalb auch Cosplay spielen. Und ich bin mir nicht sicher, warum das bei dem einen oder anderen nicht klappt. Wenn man genau der Anleitung folgt, wurde mir geschrieben, es funktioniert auch genauso. Ich habe es auch genauso gemacht. Deswegen verstehe ich nicht, warum das nicht funktionieren sollte. So, keine Ahnung, warum der Helfer hier aufgehört hat. Er hat möglicherweise das Ende des Feldes nicht erkannt. Wir haben ja hier sehr viel Vorgewende gemacht. So. Ja, und dann würde ich gerne, sehr gerne dann auch schauen, dass unsere Tiere glück... Was ist denn mit dem hier?
Kann sein, dass hier irgendwelche Dinger auf dem Feld sind, die irgendwie so nicht funktionieren, wie sie sollten. Nee, scheint wirklich irgendwas zu sein. Dann machen wir nochmal Platz. Und versuchen es nochmal. Gucken, ob es eine Abfallhelfer lag. Ne, irgendwas ist auf dem Feld. Gucken, ob es an Crossplay liegt. Ne, irgendwas ist hier auf dem Feld, komisch. Ich fahre da mal selbst. Aber wo liegt der denn irgendwie auf oder so? Oder was hat er hier für ein Problem? Mit der Haspel kann es ja auch nichts zu tun haben eigentlich. Sehr, sehr merkwürdig. Okay. Ja, also wie gesagt, wenn ihr der Anleitung folgt, die ich in meinem Video LS Cosplay für LS 17 Beta installieren, wenn ihr der folgt, dann wird das funktionieren. So. Dann das andere ist der Mod, von dem ich schon länger sprach. Es wurde ein Auto-Steering-Mod entwickelt, der also dann entsprechend, wie die bereits bekannt, wie damals das GPS dann gerade ausfährt. Die ist also ein bisschen einfacher, vielleicht in der Handhabung von der vom Ausrichtungsmanagement her gesehen. Die Klappe ist auf, deswegen ging das nicht. Aber man muss ihn dafür einmal einrichten. Das werde ich dann wahrscheinlich auch noch zeigen können. So, dann aber das wirklich sehr Wichtige. Sehr viele haben mir geschrieben und auch einige der jüngeren Fans, die natürlich jetzt auch ein bisschen Angst haben. Was ist denn eigentlich mit Artikel 13? Kannst du dazu mal ein bisschen was erzählen? Wir würden gerne da mal nicht so viel gefährliches Halbwissen haben, sondern was ist denn dein Take da dran und was wird da wirklich passieren und was ist Angstmacherei und so weiter. Also erstmal kann man sagen, 70% der Dinge, die ihr im Moment so lest, hört und so weiter, ist sehr viel Angst und Panikmache, um einen Punkt zu erreichen, der aber wichtig ist. Also, das ist immer so eine Frage, wenn man was erreichen will, auf welchem Wege kann man das machen? Und wenn man jetzt zum Beispiel nur hingehen würde und sagen, ja, mit Artikel 13 wird eine Internet-Zensurplattform geschaffen, die seinesgleichen sucht, 1986 lässt grüßen, dann lockt es keinen Menschen vom Ofen her. Aber genau das wird passieren. Und das ist eigentlich eine Gefahr für die Freiheit und für die Zukunft unseres Internets, dass sich als Ganzes ändert. Abgesehen davon, dass Artikel 13 technisch, ich habe mir den gesamten Leak durchgelesen, habe den Gesetzestext durchgearbeitet, wie der Herr Voss ja empfohlen hat. Es ist einfach in der Praxis überhaupt nicht machbar. Es ist ein fauler Kompromiss. Er ist von Laien erstellt worden, auf dem netzpolitischen Bereich von Laien erstellt worden. Und was passiert denn da eigentlich? Ich versuche es nochmal einmal ganz kurz zu erklären. Es gibt einmal das Leistungsschutzrecht. Das ist eingeführt worden von der EU und hatte die Idee, hey, es wäre doch toll, wenn Google News zum Beispiel irgendwie da Artikel verlinkt, dass dann der Verleger, der Verlag, der die News geschrieben hat, dass er auf jeden Fall Geld bekommt. Hat natürlich nicht funktioniert, weil Google das einfach gesagt hat, und das ist ja ein gutes Recht, dann zeigen wir von denen, die da Geld dafür haben wollen, zeigen wir nicht mehr an, sondern zeigen halt andere Newsquellen an. Ist also eine Gesetzesinitiative, die natürlich krachend gescheitert ist. Und statt zu erkennen, dass das Mist war, macht man einfach die nächste, die noch strenger und komplizierter ist. Und die besagt, wenn ich eine Webseite habe oder wenn ich Google bin oder Facebook, ja, dann muss ich dafür Sorge tragen, dass wenn jemand auf meiner Webseite oder auf Google, Facebook und wie sie alle heißen, einen Inhalt einstellt, der urheberrechtlich geschützt ist, also zum Beispiel Film, Musik, Bilder, dass ich verhindere, dass diese Dinge veröffentlicht werden. Aber
Dieser alte Mann von der CDU war ja schlau und sagt jetzt, das Wort Uploadfilter haben wir aber gestrichen. Es gibt keine Uploadfilter. Sondern man muss mit technischen Maßnahmen erreichen oder durch manuelle Prüfung und sogar, dass das nicht passiert. Das heißt, Google kann Millionen Leute einstellen, die jetzt demnächst dann die Inhalte prüfen. Oder wie soll das gehen? Also es ist natürlich Quatsch. Es funktioniert nicht. Eine händische Prüfung bei solchen Inhalten wird von Facebook praktiziert. Die kaufen das zu in asiatischen Drittländern, wo Leute sich wirklich schreckliche Bilder und Videos angucken müssen und von Hand zuordnen. Das gibt es, da redet niemand drüber, aber so ist es nun mal. Und das müssen wir in Zukunft dann auch mit YouTube machen. Wie soll das funktionieren? Wenn ihr mal so die Statistiken seht, was pro Stunde, was pro Minute auf YouTube hochgeladen wird, geht gar nicht. Also muss eine technische Lösung her und wie sieht die aus? Natürlich, man braucht ein System, das beim Upload prüft, ob eine Sache urheberrechtlich geschützt ist. Das ist im Prinzip erstmal nichts Schlimmes, wenn es denn funktionieren würde. Aber ich gebe euch mal ein paar Beispiele, warum das nicht geht. Beispiel 1. Ich lade eine Satire hoch. Satire ist in diesem Gesetz ausdrücklich ausgenommen. Das heißt, ich mache ein lustiges, albernes Video über eine Fernsehsendung. Dann darf ich das. Wenn du dir das Video jetzt anschaust, wirst du erkennen, ja, der Garderol übertreibt ja voll, macht sich drüber lustig, klar, ist Satire. Wie kannst du einem Computer beibringen, was lustig ist? Was Satire ist? Das geht nicht. Geht überhaupt nicht. Nächster Punkt. Wenn ich eine Webseite betreibe, soll ich alle möglichen Dinge erledigen müssen vom Vorfeld, um mit den Rechteinhabern die Rechte zu klären. Und die Rechteinhaber sind angehalten, ihre Rechte geltend zu machen. Das klingt jetzt fürchterlich kompliziert, ist aber im Prinzip ganz einfach. Nehmen wir mal an, du gehst in den Urlaub, machst ein wunderschönes Bild vom Meer mit Sonnenuntergang, mit Möwen, die da rumfliegen und lädst das auf deiner Seite hoch. Und jetzt sollst du Sorge tragen, als Rechteinhaber in dem Fall jetzt, wir drehen es mal auf die, es muss ja nicht immer nur die Betroffenen sein, also die betroffenen Web-Artists, sondern in dem Fall auch vielleicht die Creator selber. Jetzt müsstest du hingehen und jeden Anbieter eines Filtersystems oder einer Plattform anschreiben und sagen, hier, das ist mein Bild, das gehört mir, dem Garderol. Wenn das bei dir auftaucht, bitte blocken. Ist überhaupt nicht praktikabel. Und als Webseitenbetreiber müsste ich hingehen und mit allen Anbietern, die jemals irgendwie Bilder oder Text oder sonstiges oder Musik machen, das verlangt die Richtlinie ausdrücklich. Also ich rede da immer sehr gerne von, die Wirkrichtung ist, man sollte dann Verträge mit diesen Plattformen schließen. Ist auch nicht praktikabel. Dieses gesamte Gesetz, und deswegen ist auch der Punkt, wovor ich eigentlich keine Angst habe, dass das überhaupt durchgehen kann, weil es funktioniert einfach nicht. Es ist von absoluten Laien, Internet-Laien, die das System überhaupt nicht verstehen und kennen, entwickelt worden. Und der Hinweis von Axel Voss, immer wieder, ja, lest es nochmal durch. Herr Voss, ich habe es mir durchgelesen. Ich habe es auch verstanden. Also, verstanden ist relativ. Man kann ja nur den Teil verstehen, der praktikabel machbar ist. Ein Großteil dessen, was da drin steht, ist in der Realität überhaupt nicht machbar. Und ihr merkt eigentlich immer, wenn ein Politiker anfängt zu sagen, ja, lesen Sie sich doch erstmal durch, dass der Argumentative auch am Ende ist. Ja, also der Herr Voss, der tut mir auch ein bisschen leid, ganz ehrlich. Es ist seine Aufgabe, das durchzubringen. Wahrscheinlich hat er auch viel zu oft mit, was ist mit dem Raben los, mit dem einen oder anderen Verlag zu Kaffee getrunken. Er hat aus Versehen auch vergessen, diese Formulare auszufüllen, die es dafür gibt, um transparent halt zu zeigen, mit wem man so über Gesetze gesprochen hat. Da gibt es halt so Formulare für, die kann man ausfüllen als EU-Politiker. Ist versehentlich passiert da schon mal bei einigen nicht. Aber da ist natürlich davon auszugehen, dass sehr stark die Verlagslobby und vor allen Dingen auch die Fernsehlobby, die ja sehr massiv betroffen ist, jetzt ist er nicht mal betroffen ist, sondern Nutznießer ist. Warum ist das so? Wenn ihr euch mal YouTube anschaut, wie sich das verändert hat, wie viele Inhalte von YouTube mittlerweile daraus bestehen, dass Fernsehsender
ihre Inhalte hochladen. Warum sind Fernsehsender jetzt für diese Richtlinie? Ganz einfach. Warum berichten die ZDF-Nachrichten nicht drüber, die Tagesschau-Nachrichten nicht drüber, dass es Demonstrationen und so weiter zu dem Thema gab? Nun, das ist ganz einfach. Wenn es kaum Inhalte gibt auf YouTube von Kreativen wie dir und mir, weil das in Zukunft alles geblockt wird, weil, ne, Sachen, die dann irgendwie trenden und so, dann bleibt natürlich mehr Platz und Ausstrahlungsbereich für deren Fernsehklimbim. Ihr kennt das, ne? Wo teilweise so halbe Serienfolgen hochgeladen werden. Oder so Best-of oder gleich die ganze Folge hochgeladen wird. Und natürlich, wenn es weniger Kreative gibt wie dich und mich und viele andere Let's Player, die das einfach nicht mehr machen können, weil dauernd jedes einzelne Video im Filter landet. Und ihr kennt das ja, ne? Ihr habt das bestimmt schon mal gehört. Mein Video wurde wieder demonetarisiert, das hört ihr immer wieder. Dann ist es natürlich ein Problem für Creator, wenn, wenn sie auf der Plattform bestehen wollen. Mir persönlich ist das wurscht. Ich mache YouTube zum Spaß. Ich habe Spaß daran, mit euch Spiele zu spielen und bin nicht auf YouTube angewiesen, was mir eine große, große Lockerheit bringt bei allen Dingen, die ich hier auf YouTube mache. Ja, ich muss da nicht verkrampft jedem Trend hinterherlaufen, jeden Clickbait-Thumbnail mitmachen und jedes Trendspiel irgendwie abgrasen und so weiter. Das ist nicht nötig. Und auch da, ne? Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, dann ist auch dieses Thema erstmal beendet. Ich werde natürlich häufiger was dazu sagen. Das Schlimme, was ich halt finde, ist, was viele halt überhaupt nicht am Schirm haben. Mir geht es irgendwie nur um die YouTuber, die rumheulen, teilweise mit falschen Tatsachen und so weiter. Was ich viel wichtiger finde, ist den Punkt, den ich immer wieder in dem Zusammenhang anspreche, wehret den Anfängen. Wehret den Anfängen. Was ist denn, wenn ein Herrn Demokratur-Typ wie ein Herr Orban in Ungarn oder jetzt in Polen, da gibt es ja auch diese Tendenzen, wenn die dann hingehen und sagen, also, ja, ist ja gut, dass sie Filtersysteme haben. Es gibt hier so ein paar politische Dinge, die wir gerne mal da reinfiltern würden. Ja? Merkt ihr, wohin das geht? Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, und mit diesem Satz möchte ich eigentlich schließen zu dem Thema. Gesehen davon, lieber Dings, du hast dir ja sehr viel Sorgen gemacht, du musst dir keine Sorgen um meinen Kanal machen, keine Sorgen um mein Angebot. Im schlimmsten Fall wird es von mir andere Inhalte geben. Plan B ist bei mir auf jeden Fall in der Tasche, mach dir keine Sorgen. Garderol wird es weitergeben. Das kann ich ganz sicher sagen. Aber wir sollten alles dafür tun, dass es nicht passiert. Wir sollten alles dafür tun, dass das nicht passiert. Und ich würde sagen, während den Anfängen, wenn man einmal, und damit möchte ich schließen, wenn man einmal so eine Plattform geschaffen hat, zeigt die Vergangenheit, wenn etwas einmal da ist, was eigentlich nicht für Zweck XY genutzt werden sollte, ne, weil irgendwer gesagt hat, das wollen wir aber nicht dafür nutzen, am Ende wird es doch dafür genutzt. Und das ist eines der größten Probleme, was ich hier sehe. Ist es einmal da, wird es immer weiter ausgehöhlt. Das haben wir im Polizeiaufgabengesetz gesehen und bei vielen anderen Dingen auch. Und genau deshalb sollten wir wachsam sein, deshalb sollten wir auf die Straße gehen, deshalb sollten wir zeigen, dass wir keine Bots sind. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. In der nächsten Folge geht's weiter mit mehr LS und dem einen oder anderen Addon. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Bis dann, macht's gut, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.